Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Hallo, liebe Schwestern und Brüder. Wir begrüßen euch mit dem Gottesdienst. Er steht in Lukas 9, Vers 62. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ja, ihr Lieben, der Wochenspruch drückt aus, um was es heute Morgen gehen soll. Viele Menschen beschäftigen sich mehr mit ihrer Vergangenheit als mit der Gegenwart und Zukunft. Natürlich müssen Dinge aufgearbeitet werden, das ist richtig. Aber ein ständiges Wühlen in dem, was vergangen ist, sei es nun Schlechtes oder Gutes, führt letztendlich dazu, dass wir die Augen verschließen vor dem, was ist und vor dem, was kommt. Die Folge ist oftmals Resignation und Ratlosigkeit. Wir wollen heute hören und lernen, was Jesus dazu sagt und auch, was Paulus uns rät, damit wir ja die Gegenwart wahrnehmen können und auch frohen Mutes in die Zukunft schauen dürfen. Aber zunächst wollen wir miteinander singen. Wir singen nun das Lied 440, Ein Morgen ist ganz frisch und neu. Wir beten mit Worten aus Psalm 34. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind
und hilf denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus all dem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lieber himmlischer Vater, durch deinen lieben Sohn können wir zu dir kommen. Wir können mit dir reden und dir bekennen, was wir falsch gemacht haben, was uns bedrückt. Ja, und auch die Gottesferne, die uns tagtäglich aufs Neue heimsucht. Herr, du möchtest Gerechtigkeit, aber mit unserer Gerechtigkeit ist es oftmals nicht weit hin. Wir beklagen, wenn wir ungerecht behandelt werden, aber behandeln wir andere gerecht? Ist die Welt gerecht? Ist das, was wir austeilen und verteilen, gerecht, sodass jeder genug hat? Oder sind wir nicht doch auf den eigenen Vorteil aus? Herr, all das bringen wir vor dich. Vergib uns, wenn wir einander etwas schuldig geblieben sind. Lehre uns, untereinander zu vergeben, wie wir immer wieder im Vater unser erbitten. Wir bitten dich, sei du bei uns. Lenke du unser Tun und Denken und führe uns dazu, dass wir sehen, was in der Gegenwart ist, und lass uns, so wie du das möchtest, danach handeln. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Ja, Herr, du erbarmst dich über uns immer wieder gerne. Du bist derjenige, der Sünden vergibt, weil du die Vergebung möchtest. Du bist derjenige, der uns durch den Tod Jesu Christi am Kreuz von aller Schuld befreit hat. Du bist derjenige, der uns durch seine Wunden geheilt hat. Dafür geben wir dir die Ehre. Amen. Herr Jesus Christus, du bist die Gerechtigkeit in Person in deinem Leben hier auf Erden gewesen. Du hast die Gerechtigkeit unseres himmlischen Vaters verkündigt und hast die Menschen wissen lassen, was es bedeutet, eben nicht ständig zurückzusehen, sondern in der Gegenwart zu leben. Gib, dass wir deine Gegenwart spüren, damit wir Gerechtigkeit erfahren können, aber eben auch Gerechtigkeit gegen jedermann üben. Das bitten wir durch dich, wenn du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.
Die Lesung steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Unterwegs sprach ein Mann Jesus an: Ich bin bereit, dir überall hin zu folgen. Jesus sagte zu ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus: Geh mit mir. Er antwortete: Herr, erlaube mir erst noch, meinen Vater zu begraben. Jesus sagte zu ihm: Lass doch die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Ein anderer sagte: Herr, ich will ja gerne mitkommen, aber lass mich erst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus sagte zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Wegen. Amen. Wir haben Gottes Wort gehört und wollen darauf antworten, indem wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das nächste Lied. Das ist die Nummer 391, Jesus, geh voran. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater,
Und dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Der Predigttext steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 21. Darum haltet euch bereit und bleibt nüchtern. Setzt eure ganze Hoffnung auf das, was Gott euch schenken wird, wenn Jesus Christus sich uns in seiner Herrlichkeit zeigt. Seid Gott gehorsam und lebt nicht mehr euren selbstsüchtigen Wünschen, wie damals, als ihr die Wahrheit noch nicht kanntet. In allem, was ihr tut, sollt ihr euch als Menschen erweisen, die Gott ausgesondert hat, damit sie ihm gehören. Denn er, der euch berufen hat, hat gesagt: Ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. Ihr nennt Gott Vater, wenn ihr zu ihm betet, aber denkt daran, dass er alle Menschen ohne Unterschied zur Rechenschaft ziehen wird für das, was sie getan haben. Führt darum ein Leben im Gehorsam gegen ihn, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nützloses Leben führen müsst, wie ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. Nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden. Sie verlieren ihren Wert, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut Christi. Ihn hatte Gott schon zum Retter bestimmt, bevor er die Welt schuf. Jetzt aber, am Ende der Zeit, ist er euretwegen in die Welt gekommen. Durch ihn habt ihr zum Glauben gefunden an den, der ihn vom Tod erweckt und ihm göttliche Herrlichkeit gegeben hat. Und nun setzt ihr euer ganzes Vertrauen und eure ganze Hoffnung auf Gott. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, kennt ihr auch noch das Spielchen? Als Kinder haben wir uns doch alle einmal den Spaß daraus gemacht, rückwärts zu laufen. Das konnte manchmal spaßige, aber auch schon einmal fatale Folgen haben. Aber sicher ist, dass keiner, der das versucht hat, die Richtung so beibehalten konnte, als wenn man mit dem Gesicht nach vorne läuft. Ich erinnere mich, als ich in einer Nachmittags-AG in der Schule mit den Kindern, habe zeigen wollen, wie blinde Menschen einen Lauf auf der Aschenbahn veranstalten. Das funktioniert so, dass einer tatsächlich rückwärts vor ihnen herläuft und ihnen die Richtung zeigt. Nur hatte ich vergessen, dass es am Ende der Aschenbahn bergab ging. Die Folge war, dass ich stürzte und mir dabei sehr heftig den Ellenbogen verstauchte. Warum erzähle ich das? Nun, weil, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, zwanghaftes Zurückschauen fatale Folgen haben kann.
Wenn Menschen nur ihrer Vergangenheit nachhängen, verbauen sie sich die Sicht in die Gegenwart. Natürlich ist es gut, wenn wir über unsere Vergangenheiten nachdenken, wenn wir aus Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, lernen. Aber wenn wir es nicht schaffen, loszulassen, Vergangenes auch wirklich zu bewältigen, dann kann das dazu führen, dass man immer und immer wieder auf Vergangenes zurückblickt und auch in Gesprächen immer wieder auf Themen kommt, von denen man eigentlich meint, dass sie längst bewältigt wären oder bewältigt sein müssen. Das heißt, wir verbauen uns die Möglichkeit, die Gegenwart für uns in Anspruch zu nehmen und auch guten Gewissens und ruhigen Gewissens in die Zukunft sehen zu können. Wir schaffen es einfach nicht, auch mal Dinge nacheinander zu sehen. Wenn wir mehrere Termine zum Beispiel an einem Tag haben, nützt es uns nichts, wenn wir den gesamten Berg auf einmal sehen, anstatt einen Termin nach dem anderen abzuarbeiten und dann auch einmal Dinge ruhen lassen zu können. Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschaffen für das Reich Gottes. Wenn ein Landwirt pflügt, dann muss er dafür sorgen, dass die Furchen gleich bleiben. Sonst geht es kreuz und quer und man kann wieder von vorne anfangen. Keiner, der heute auf einem Traktor sitzt und pflügt, würde zurückschauen und nicht nach vorne. Und was wäre die Folge? Ja, man würde nicht in der Furche bleiben, an der man gerade am Pflügen ist. Und das meint Jesus damit. Es geht Jesus in der Lesung, die wir eben gehört haben, nicht primär darum, dass wir, wenn wir ihm nachfolgen, unsere Toten nicht begraben dürfen. Und auch nicht darum, dass ich mich von Menschen verabschieden kann, die mir lieb geworden sind. Nein, Jesus meint damit, dass wenn wir zurückschauen, wir nicht offen sind für das, was kommt. Er hat ja nicht umsonst zu Petrus gesagt, als er nach der Ankündigung von Jesu Leiden und Sterben sagt, das darf nicht sein. Er hat sich ja mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, obwohl er von den vielen Aussagen Jesu hätte wissen müssen, was geschieht. Aber er schaute zurück und verbaute sich damit die Sicht auf die Zukunft. Und die Folge war, dass Jesus zu ihm sagte, geh hinweg von mir, denn du denkst, was menschlich ist und nicht, was göttlich ist. Noch einmal, es geht nicht darum, dass wir unsere Dinge, die getan werden müssen, nicht tun dürfen, wenn wir Jesus nachfolgen. Es geht darum, auf was wir unsere Prioritäten setzen. Petrus hat in seinem Brief ganz klar darauf aufmerksam gemacht, was geschieht, wenn Jesus wiederkommt. Er hat das irdische Leben Jesu
kaum noch erwähnt. Er hat nur darauf aufmerksam gemacht, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, kein sinnloses Leben mehr führen müssen. Das heißt, dass wir nach vorne schauen müssen. Den Weg Jesu mit ihm gehen und spüren, was Jesus für uns getan hat. Wenn wir zurückschauen, können wir das nicht tun. Der Kreuzestod Jesu ist die Voraussetzung dafür, was geschieht. Das Blut des reinen Lamms ist, durch das wir frei werden können. Das heißt so oft, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das will uns sagen, dass wir, wenn wir diese Welt einmal verlassen, nichts, aber auch gar nichts, was uns hier lieb und teuer ist, mitnehmen können. Das soll nicht heißen, dass wir eben nicht das Geld, was wir haben, nicht zum Leben ausgeben dürfen. Das müssen wir, weil es anders nicht geht. Aber wir müssen begreifen, dass all das, womit wir hier zu tun haben, in Gottes Ewigkeit nichts gilt. In Gottes Ewigkeit gilt sein Friede. In Gottes Ewigkeit können wir davon profitieren, was uns Jesus zugesagt hat, nämlich seine Vergebung und seinen Frieden. Die Vergebung, die wir durch Jesus erfahren, die soll uns dahin führen, dass wir den Blick vorwärts gewandt halten. Die soll uns dahin führen, dass wir spüren, ja, dass eben all das, was wir so dringend hier brauchen oder meinen, brauchen zu müssen, für unser eigentliches Leben überhaupt keinen Wert hat. Wir müssen in die Zukunft schauen. Wir müssen den Weg mit Jesus gehen, wenn wir an seiner versprochenen Ewigkeit und seinem Frieden teilhaben wollen. Das können wir nur mit ihm. Und genauso wie wir als Kinder gemerkt haben, dass man, wenn man rückwärts geht, eben auch mal gegen ein Hindernis stoßen kann, so sollen wir merken, dass wir, wenn wir rückwärts gewandt leben und denken, ja, wir uns im wahrsten Sinne des Wortes Steine in den Weg legen, über die wir immer wieder stolpern. Das Leben mit Jesus, das sieht anders aus. Jesus hat immer wieder gesagt, ich komme wieder. Und diese Wiederkunft Jesu ist das, worauf Petrus unser Tun und Denken lenken will. Wir wissen nicht, wann das ist. Das weiß nur Gott alleine. Aber das Wissen, dass es so ist, dass wir darauf vertrauen können, dass Jesus wiederkommt, um uns zu sich zu nehmen, damit wir dort sein können, wo er ist. Dieses Wissen macht uns frei und macht uns fähig, Entschuldigung, guten Mutes in die Zukunft sehen zu können. Das macht uns fähig, auch Dinge verarbeiten zu können, von denen wir meinen, dass wir damit nicht fertig werden.
weil die Freiheit, die Jesus uns gibt, dafür sorgt, dass wir vieles leichter nehmen können. Ja, dass wir auch dunkle Stunden, die es in jedem Leben gibt, leichter ertragen können. Weil wir wissen, dass Jesus uns gerade durch dunkle Stunden tragen will. In einem Gleichnis heißt es: Herr, ich habe im Sand zwei Fußspuren gesehen und daneben noch zwei. Da bist du mit mir gegangen. Aber was ist passiert an der Stelle, wo ich nur zwei Fußspuren gesehen habe? Warst du da fern von mir? Und Jesus sagt zu den Menschen: An der Stelle, wo du nur zwei Fußspuren im Sand gesehen hast, da habe ich dich getragen. Vorwärts getragen. Durch die Dunkelheiten unseres Lebens hinweg. Wir sollten unseren Lebenspflug nach vorne ausrichten, damit wir in der Richtung bleiben. Nämlich in der Richtung, die Gott durch Jesus für uns bereitet hat. Das ewige Leben, die ewige Heimat und der ewige Frieden mit ihm. Und dieser Friede Gottes, der all unser Begreifen übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen das nächste Lied. Das ist die Nummer 96, du schöner Lebensbaum des Paradieses.
Ihr Lieben, wir möchten euch gerne noch einiges mitteilen. Wir laden herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am kommenden Mittwoch halten wir unsere erste Passionsandacht, das Friedensgebet entfällt. Und wir laden herzlich ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag und auch zum Kindergottesdienst. Ein Vorausblick: Am grünen Donnerstag werden wir wieder das Abendmahl in historischer Form feiern, im Rahmen einer Passa-Abendmahlsfeier. Wir danken euch, dass ihr heute auch wieder mit an diesem Gottesdienst, in diesem Gottesdienst dabei seid. Das ist gut und wichtig, dass wir miteinander Gemeinschaft haben. Wir danken euch auch dafür, dass wir uns durch euer Gebet getragen wissen. Wir werden auch heute wieder die Spendenkonten zugunsten der Flutopfer und der Ukraine einblenden und danken euch für alle Hilfe, die ihr geleistet habt und auch künftig leisten werdet. Alle übrigen korrekten Zwecke, die könnt ihr wie immer aus dem Internet, über eure Gemeindebüros und auch in den Gottesdiensten erfahren. Gott segne Geber und Gaben. Nun wollen wir miteinander Fürbitte halten und am Ende einer jeden Fürbitte in den Gebetsruf einstimmen. Führe uns durch das Leben, zu dem du uns berufen hast. Herr, höre unser Gebet. Wir singen den einmal. Führe uns durch das Leben, zu dem du uns berufen hast. Erhöre unser Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir durch deinen lieben Sohn Jesus Christus zu dir kommen können, mit dir sprechen können, wie mit einem guten Vater. Wir danken dir dafür, dass du Jesus gesandt hast, damit er uns die Richtung zeigt, damit wir spüren, dass du nie zurücksiehst, sondern immer vorwärts gewandt denkst und handelst. Ja, lass uns diese Richtung beibehalten. Lass uns erkennen, dass wir durch Jesus gerettet werden können. Der hat gesagt, legt nicht eure Hand an den Pflug und schaut zurück, sondern richtet eure Gedanken in die Gegenwart und in die Zukunft, damit ihr gerettet werdet und frei sein könnt. Lass uns das erkennen. Führe uns durch das Leben, zu dem du uns berufen hast. Erhöre unser Gebet. Herr, wir bitten dich auch heute für den Frieden. Wir sind entsetzt darüber, wie Menschen meinen, zum Frieden zu kommen, ohne Rücksicht auf Verluste. Herr, wir bitten dich, gib allen, die sich um Frieden bemühen, klare Gedanken. Zeige ihnen die Richtung, dass sie vorwärts schauen können. Sei bei den Menschen, die unter Krieg, Gewalt und Terror leiden. Stärke sie durch deinen Geist. Und gib denjenigen, die Kriege betreiben und anzetteln, dass sie spüren, dass das so nicht geht. Dass sie, ja, der Menschheit zuwiderhandeln. Gib ihnen das Bewusstsein, dass jeder Krieg eine Niederlage für die Menschheit ist.
Führe uns durch das Leben, zu dem du uns berufen hast. Erhöre unser Gebet. Herr, wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern im Glauben. Wir wissen, dass die Christenverfolgung weltweit zunimmt. Stärke sie im Glauben. Mach sie widerstandsfähig gegen all das, was sie umgibt und durch das sie bedroht werden. Gib ihnen die Gewissheit, dass du sie leitest und schützt. Wir bitten dich auch für dein Volk Israel. Sei du weiterhin sein Schutz und Schild. Gib, dass wir erkennen, wie wichtig Israel für uns und unseren Glauben ist. Herr, wir bitten dich um Frieden für die gesamte Region. Sei bei allen, die hier in Krieg und Gewalt hineingezogen werden. Führe uns durch das Leben, zu dem du uns berufen hast. Erhöre unser Gebet. Herr, wir bitten dich auch für unser Land und Volk und für unsere Verantwortlichen. Wir bitten dich für unser Land, dass die Gräben, die quer durch unser Land gehen, geschlossen und geheilt werden können. Wir bitten dich für unser Volk, dass es sich wieder mehr deinem Wort zuwendet. Wir bitten dich für unsere Verantwortlichen, dass sie sich durch deinen Geist leiten lassen und eben auch vorwärtsgewandt handeln. Durch das Leben, zu dem du uns berufen hast, erhöre unser Gebet. Alles, was uns sonst bewegt, das bringen wir jetzt in der Stille vor dich. Wir bringen dir unsere Situation, was uns ängstigt, aber auch das, wofür wir dir danken möchten. Durch das Leben, zu dem du uns berufen hast, erhöre unser Gebet. Ja, Jesus, du hast uns gesagt, dass wir unseren Lebensblick vorwärts gewandt halten sollen, damit wir sehen, wohin wir laufen. Wir bitten dich, zeige du uns die Richtung. Sei du die Fackel in unserem Leben, die uns vorausgeht. Mach du uns immer wieder neu zu deinen Kindern, damit wir voll Vertrauen vor dich treten können und beten können, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns noch ein Schlusslied singen. Das ist die Nummer 157. Lass mich dein sein und bleiben. Und Herr, von dir.
möchten uns am Schluss dieses Gottesdienstes recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr mit dabei wart und mit uns gefeiert habt. Wir wünschen euch eine gesegnete Passionszeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund und behütet. Und so geht nun hin mit dem Segen des Herrn in diesen Tag und in die neue Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Amen. Amen. Wir singen nun zum Schluss das Lied, da berühren sich Himmel und Erde. Das Leben werde.